Was geht ab, Leute? Ich grüße euch wieder zu diesem wichtigen Video. Das Video wird jetzt vielleicht einige triggern. Das ist jetzt nicht ein Video für jedermann, ja. Nicht einfach so jetzt blind getriggert sein, ja. Deswegen habe ich das ja extra auch in den Titel geschrieben. Achtung, nichts für Weicheier. Die Wahrheit über junge und reife Frauen. Ja, das ist jetzt vielleicht so ein Gedankenanstoß auch für die jüngeren Frauen, für die etwas reiferen, ja, reiferen, älteren Frauen. Ja, ich wollte jetzt nicht ältere Frauen hier reinschreiben, ich wollte reifere. Ja, reifer hört sich gediegener an, schöner an, schmeichlicher an. Ich erfinde schon wieder Worte. Aber ihr wisst, was ich meine. So, ja. Keine Schleichwerbung hier, die fucking Nüsse, Alter, die distracten mich gerade so im Bild. Die fucking Knickknacks noch. So, ist jetzt, bei mir ist jetzt Wochenende, der Sonntag. Ich denke, das Video lade ich am Montag hoch. Aber ja, das war jetzt mal so ein bisschen zum Intro. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch hier nochmal ein neues Setup. Habe jetzt hier endlich mal ein Stativ, ein Kamerastativ oder Handystativ. So, hier könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt das neue Setup findet. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Video. Die Erfahrungen, die ich über die Jahre gemacht habe mit jüngeren Frauen, mit ein bisschen älteren Frauen, reiferen Frauen und sowas, war immer crazy. So, mit crazy meine ich einfach so von wegen, ich habe gemerkt, oftmals, ich bin jetzt, wie gesagt, ich habe extra im Videotitel es stehen. Achtung, nichts für Weiche. Ihr könnt jetzt nicht sagen, oh, du hast mich getriggert. Warum machst du solche Videos? Dann ist das Video jetzt nicht für dich. Ja, wenn du easy getriggert bist, dann guck dir jetzt dieses Video nicht an. Weil ich werde hier jetzt vielleicht ein paar verletzende Dinge vielleicht sogar sagen, weil die Wahrheit verletzt nun mal. So, das war jetzt genug Warnung. Ja, ich habe die Warnung gegeben. Die Warnung ist raus. Das Video ist jetzt nicht für jeden. Ja, schaltet am besten jetzt direkt noch ab. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit abzuschalten und das Video euch nicht reinzuziehen. Kommen wir jetzt wirklich zum Video. Was ich über die Jahre, ich bin jetzt 26, gelernt, gemerkt habe über Frauen, ja, ist oftmals, nicht alle, ja, das ist jetzt hier eine Generalisierung. Wir reden nicht über alle Frauen, wir reden im Generellen. Oftmals. Die jüngeren Generationen von Frauen sind sehr eingebildet, ja, sehr ich-bezogen, werden immer toxischer und narzisstischer, ja, also immer mehr narzisstische Züge, ja, weil Narzissten sind ich-bezogene Menschen, sind egoistische Menschen, es muss sich alles um sie drehen. Und was wir hier momentan sehen oder generell hier sehen seit Jahren in dieser Welt durch Social Media, Tinder, TikTok, Snapchat und was weiß ich alles, sehen wir, Frauen werden immer mehr auf den Podest gestellt, werden immer mehr maskulin, Männer werden immer mehr feminin. Das heißt, Frauen respektieren Männer nicht mehr. Gerade immer mehr die jüngeren Frauen. Und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Deswegen mache ich diesen Content, damit wir auch Männer wieder empowern. Ja, weil es ist ja auch dieser ganze Woman Empowerment, Feminismus und was weiß ich. Das Geile ist, was ich festgestellt habe, die jüngeren Generationen sind noch so verbissen in diesem Feminismus-Quatsch, ja, die sind so brainwashed in dem ganzen Feminismus, bis sie dann mal 30 sind, 35, 40, 50 sind und dann auf einmal werden sie humble, wenn sie nicht mehr so viele Optionen haben, wenn nicht mehr so viele Männer sie wollen. Das ist das, was ich über die Wahrheit über junge und reife Frauen. Ich sage zwar immer, ein Mann will eine junge Frau, die ist das, jenes. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich persönlich, und jetzt nicht falsch verstehen, ja, nicht irgendwie dann versuchen irgendwas bei mir, ja, ich sag's jetzt einfach nur, ich persönlich komme eigentlich besser klar mit reiferen Frauen, das heißt jetzt maximal bis, sagen wir jetzt 33, 35, maximal so bis 35, ja, auch noch mit 40, 50-Jährigen, so, aber da kann ich dann auch nicht wirklich, es geht auch um Intimität, das meine ich jetzt auch, gerade Sex und sowas, Intimität, maximal so 35, 40 ist die oberste Schmerzensgrenze, so, aber da musst du auch schon, muss ich ehrlich sagen, dementsprechend dann auch aussehen, damit ich mich auch physikalisch und mental zu dir auch hingezogen fühle, denn ich bin so ein Mensch,
habe ich auch in letzter Zeit so gemerkt, ich kann einfach nicht wirklich performen auch so, wenn ich nicht wirklich zu dir attracted bin. Physikalische Anziehung ist schon sehr wichtig, gerade bei Männern. Ja, wenn, ja, deswegen, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mein kleiner Freund hat dann auch nicht so viel Spaß, so wenn ich nicht wirklich so physikalisch angezogen bin von dieser Person. Und auch mental, mentale Stimulation ist auch sehr wichtig, ja, wenn man merkt, so, man versteht sich einfach nicht, man ist nicht auf so einer Wellenlänge. Letztens hatte ich mich nämlich auch getroffen mit einer und sowas. Es kam auch zum Akten so, es hat einfach keinen Spaß gemacht, weil einfach keine mentale Stimulation auch da war. Keine emotionale, keine mentale und auch keine physikalische. Ja, das war alles, das Komplettpaket. Sie hat zuerst ganz cool ausgesehen, aber dann habe ich immer so immer mehr gemerkt, es war so voll abgefuckt, hat auch geraucht und dies und das und jenes so. Ja, und sie war jung. Sie war 24 oder 22, sehr jung, ja. So, das ist die Wahrheit über junge Frauen und reife Frauen, ja. So, und dann habe ich die Erfahrung gemacht mit einer sehr netten Dame, 33-jährige Brasilianerin aus Spanien. Und dann hier war so, die war super nice, auf jeden Fall. Ich mache nur Beispiele jetzt, ja, ich will jetzt hier nicht als Player oder sonst irgendwas, oder nein, ich mache einfach nur Beispiele. Das hat mir jetzt für diesen Content hier quasi die Inspiration gegeben. So, da habe ich die Unterschiede gemerkt zwischen einer jungen Dame und zwischen einer reifen Dame. Bei ihr hat es einfach gevibed. Es war super geil. Ja, es war super geile Konversation. Wir haben halt nur auf Englisch dann auch so gesprochen, weil sie kein Deutsch kann. Super Konversation. Sex war fantastisch. Ja, wir haben gevibed. Es war einfach geil. Es war eine geile Stimmung. Das ist einfach das. Die Intimität wird nur stimmig sein, wenn auch der Vibe passt, mentale Stimulation da ist, emotionale Stimulation ist und natürlich auch physikalische Anziehung da ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Und oftmals dann redest du so mit einer jüngeren Dame und du merkst, Alter, da ist absolut keine mentale Stimulation hier drin. Die, wenn die das Maul aufmacht, die hat absolut nichts im Brain. Absolut nichts. Die kann mir nur ihr Beauty geben und sonst hat die nichts. Die hat nur ihren Körper und sonst hat... Das ist die pure Wahrheit, wenn es um junge Frauen geht. Die haben oftmals nur ihren Körper und berufen sich auch nur auf ihren Körper. Und dann auf einmal, wenn die älter werden, auf einmal merken die, oh, ich muss mal an meinem Mindset arbeiten, ich muss mal an meiner Denkweise arbeiten. Dann werden die reifer. Ja, das ist die Wahrheit zwischen... Das ist die Wahrheit... Wie habe ich es geschrieben? Die Wahrheit über junge und reife Frauen. Ganz ehrlich, im Endeffekt, ich will auch irgendwann auf jeden Fall eine junge Dame haben, die auf jeden Fall jünger ist als ich, aber so, um Spaß zu haben und sonst was, oder so connectionmäßig, habe ich trotzdem besser mit reiferen Frauen. In ihren 30ern oder späten 20ern, letztens dann auch eine Ukrainerin oder Ukrainin oder wie sagt man das, Ukrainerin, Ukrainin oder... Ihr versteht mich, ja, eine aus der Ukraine. Habe ich mich auch mit der so getroffen. Alter, die war so 28. Da hat man auch gemerkt, die hat auch super Geduld gehabt und sowas. Das ist auch so ein Punkt. So, die jüngeren Frauen, die haben absolut keine Geduld. Absolut keine Geduld mehr. Und sie hat auch gesagt, ja, oftmals die jüngeren Frauen, die haben keine so Geduld. So, wir haben dann auch noch so cool gesprochen, ein bisschen kurz so. Ja. So in letzter Zeit habe ich mir ein bisschen gegönnt, ja, ein bisschen Spaß gehabt, aber jetzt bin ich wieder NoFap, Semen Retention, sowieso NoFap die ganze Zeit, dann auch wieder und so ein Semen Retention jetzt auch, ja, wo ich meine sexuelle Energie komplett bewahre, ja, nochmal, habe sie jetzt in letzter Zeit ein bisschen verschwendet, ja, bin auch nur ein Mann, habe auch meinen Trieb und sowas und manchmal willst du halt einfach mal einen wegstecken, ein bisschen Sex haben, ein bisschen Spaß haben, gehört einfach dazu, es ist menschlich. Ja, das heißt jetzt nicht, ich jage hier Frauen nach, nein, es ist gekommen, so wie es gekommen ist, hatte Bock, bumm, eins führt zum anderen, fertig. Aber das war so die Erkenntnis, die ich auch gerade jetzt auch in letzter Zeit, aber generell auch im ganzen Leben gemacht habe. Oftmals, auch wenn ich einkaufen gehe oder sonst irgendwas, dann sprichst du mal beispielsweise eine junge Dame an und dann merkst du so, sie ist voll so eingebildet und sonst so, wer bist du? Redet so komisch, total abweisend, so, ja, merkst, der Vibe ist fake. Ja, und dann
sprichst du auf einmal mit einer, die ist vielleicht späte 20er, Anfang 30, Mitte 30 und du merkst einfach, wie humble sie ist. Ich erinnere mich noch, es war letztes Jahr, da war ich auf so einem, da war ich auf so einer Art Seminar oder Weiterführung, Weiterbildung mäßig so irgendwas, ja, musste ich machen. Und in der Pause, wo ich dann dort war, es war in der Stadt, ich erzähle nur, wie es war. Wir hatten dann so Pause, Leute haben dann so geraucht und sowas und ich war dann mit den Jungs so ein bisschen draußen, also die da auch in diesem Kurs so waren, das war so ein Kurs. Wir waren so draußen, haben Pause gemacht, ich habe so meinen Kaffee gesippt und sowas und habe gerade auch den Jungs so ein bisschen Game gegeben, auch wir haben so über Frauen so ein bisschen gesprochen und sowas. Und auf einmal ist so eine Dame, die war auch so ein, ich würde auch so sagen, späte 30er, ja, vielleicht Anfang 40 oder sowas, sah richtig gut aus. Guter Körper, auf jeden Fall guter Körper, geile Klamotten angehabt. Also ich glaube, sie hatte irgendwie ein super sexy Kleid an, auf jeden Fall. Lange, lockige, braune oder schwarze Haare, super Face, ja. Hatte, glaube ich, aber eine gemachte Nase oder sowas, wenn ich es richtig gesehen habe und sowas. Ich weiß noch, wie als wäre das heute gewesen. Sie läuft so vorbei, sie ist ein paar Mal vorbeigelaufen, hat mich reden gehört und fand wahrscheinlich so meine Stimme oder meine Redensart geil und sowas. Hat mich dann auch so angeguckt, ich gucke sie an und wie sie dann so zum zweiten, dritten Mal vorbeigelaufen ist, habe ich ihr einfach nur, ist sie so vorbeigelaufen und sie guckt mich so an, ich gucke sie so an, ich mach's, sie haben wunderschöne Haare. Und sie guckt mich so an, guckt so, wow. Dankeschön, sie auch, hat mir dann zurück Kompliment gegeben und das meine ich einfach, die sind humble, sie sah super aus, wirklich, ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 war sie locker mal eine 8,5, fast eine 9 und das ist schon hoch und dann hast du aber, und das ist der Beweis so, die älteren Frauen, die reiferen Frauen, die sind einfach super humble, die sind, auch diese Brasilianerin und diese Ukrainerin, super Beauties. Wirklich, auf einer Skala von 1 bis 10, Brasilianerin, da hat man schon ein bisschen ihr Alter halt schon ein bisschen gemerkt, die war so 33, ja, aber trotzdem, ihr meint, ja, war auf jeden Fall auch noch jung geblieben, sie ist jung geblieben, so auf jeden Fall noch, hat halt schon gemerkt, dass sie halt jetzt ins Alter kommt, aber trotzdem, Body, super geil, Gesicht, super geil, Haare, super geil, Fingernägel, super geil, Fußnägel, super geil, richtig gepflegt, richtig gut gerochen, richtig sich auch gepflegt, körperlich gepflegt und sowas, ja, diese Ukrainerin auch, körperlich gepflegt, diese andere, wo ich da in diesem Kurs gesehen habe, super gepflegt, ja, so, was ich damit sagen will einfach, wie gesagt, mit der Brasilianerin so, die war auf jeden Fall super, super, super heftig geil drauf und sowas. Soll ich sagen, ich habe jetzt ein bisschen Faden verloren. Aber ja, dann hast du irgendwie Kontakt mal mit einer 22-Jährigen oder 24-Jährigen. Auf einmal merkst du, die sind ungepflegt, die stinken ein bisschen, die muffen so ein bisschen. Ja. Nicht alle, wie gesagt, aber die lassen sich voll gehen. Körper ist nicht so perfekt. Ja, so. Die älteren Frauen, die wissen einfach mehr Bescheid. Die haben einfach mehr Erfahrung und wissen sich mehr zu pflegen. Wissen, wie sie mit ihrem Körper umzugehen haben. Andere, so eine Rumänin dann, habe ich so ein bisschen kennengelernt, so dann, Alter, die hat ein bisschen Mundgeruch dann gehabt, hat auch so ein bisschen geraucht und sowas, ja, so, ja, für halt Spaß zu haben, kriegst du halt manchmal solche ab und sowas, ja, dann lernst du mal solche kennen, aber, ja, wie gesagt, die war cool drauf, don't get me wrong, ja, das war auch die wegen TikTok und sowas, wir haben ein geiles Gespräch gehabt, aber die war halt auch nicht so gepflegt, die Haut war auch nicht so clean und sowas, die anderen, da hat man das gemerkt, die haben einfach eine cleane Haut, die achten und pflegen sich selbst und lieben sich selbst mehr und sowas. Die jungen Frauen, die sind noch irgendwie so mehr kopfgefickt und pflegen sich nicht so selbst. Schreibt gerne eure Erfahrungsberichte, eure Erfahrungen hier in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie seht ihr das Ganze? Steht ihr mehr auf reifere Frauen, auf jüngere Frauen? Habt ihr gute Erfahrungen mit jüngeren Frauen gemacht, die nicht so eingebildet waren, nicht so ungepflegt waren, nicht so komisch waren? Wie war eure Erfahrung? Würde mich mal sehr interessieren. Das waren meine Erfahrungen. Das war mein Erfahrungsbericht. Die Wahrheit. Alter, ich vergesse diesen ganzen Titel. Zum Glück schreibe ich mir die Scheiße immer auf. So. Die Wahrheit über junge und reife Frauen. Das war das Video jetzt bis hierher mal. So.
fällt mir noch irgendwas ein, was ich sagen wollte. Ja, das ist die Wahrheit über junge und reife Frauen. Ich klicke öfters mehr mit reiferen Frauen, weil einfach jüngere Frauen auch, wie gesagt, wenn die ihren Mund aufmachen, da kommt nur Gülle irgendwie raus. Die haben den Head nicht straight. Die sind mind corrupted von Social Media und sonst irgendwas und sind so eingebildet und so toxisch manchmal auch so. So, denen kannst du nichts sagen, nichts erzählen. Die sind nicht coachable, nicht teachable. Ja, die hören nicht zu, sind total, haben eine kleine Attention-Spanne, kleine Aufmerksamkeitsspanne und sowas. Das ist manchmal echt nervig. Dann sind die ganze Zeit am Handy und sowas. Und die reiferen, älteren Frauen, ja, sind einfach mehr humble, ja, mehr gefügig, femininer dann auch so. Die anderen, die sind einfach manchmal so ein bisschen zu maskulin und sowas. So, deswegen, Leute, schreibt gerne mal eure Erfahrungsberichte hier in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Das ist so, was ich durch die Zeit auf jeden Fall mitgemacht habe, gelernt habe und sowas, durch jüngere Frauen, ältere Frauen, reifere Frauen und sowas. So, wie gesagt, ich will jetzt nicht hier meine Zuschauerinnen schmeicheln, die halt jetzt schon älter sind, dass ich euch da jetzt falsche Hoffnungen mache. Nein, nein, ich sag einfach nur die Wahrheit. Ich sag einfach nur die Wahrheit. Ältere Frauen haben einfach den Dreh raus. Die wissen, wie sie einen Mann gut fühlen lassen können, pleasen können, ja, wie sie gefügig sein müssen. Die haben den Dreh raus. Aber diese jüngeren Frauen, die müssen einfach noch lernen. Die sind nicht so gefügig, denen kannst du nichts erzählen. Lass die mal älter werden, lass die mal 30 werden. Ja, jetzt, die sind noch 22, 24, 25, 26, denken noch, die Welt gehört denen. Lass die mal so 28, 29, 30 werden, 35 werden, 33 werden und dann werden die auch humble. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, lass mal diese ganzen Weiber älter werden. So, die dir, das ist auch das Lustige. Die dir in jungen Jahren keine Chance gegeben haben, werden dann, wenn du älter bist, werden dann zu dir kommen. Real Talk, habe ich auch die Erfahrung gemacht. Hatte ich mal mit so einer Russin was zu tun. Ich hab die ganze Zeit so ein bisschen gesimpt für die, ja, lass mal was machen. Irgendwann dann so zwei Jahre später, nachdem wir No Contact hatten und sowas, nachdem ich mich dann auch nicht mehr gemeldet habe, weil sie mit mir so rumgespielt hat, weil sie gesagt, ja, wenn du da und da bist, ich melde mich mal bei dir, hat sich nie gemeldet und sowas. Auf einmal, sie sieht mich auf meinem E-Bike, ich höre so meine Musik, auf einmal direkt schreibt sie mir, hey, lange nicht mehr gesehen, ich habe dich fast gar nicht mehr erkannt auf deinem E-Bike. Da habe ich aber auch kalt so zurückgeschrieben, also was ist, was willst du, bla bla, so, das ist aus dem Nix auf einmal gekommen, hat gedacht, sie könnte wieder zu mir einfach so zurückkommen. Nein, Alter, you fooled me once, you can fool me twice, ganz ehrlich, und die hat mich so oft gefoolt, ja, und jetzt mittlerweile so ab und zu, dann sieht man sich so irgendwo und dann sehe ich, wie abgefuckt die geworden ist, so, die ist jetzt auch, die ist auch so 97, so in meinem Alter, war auf meiner Schule in der Parallelklasse und sowas, und ich habe oft, weil die auch relativ gut aussieht, ja, ist jetzt keine 10 oder sowas, ist jetzt eine stabile 6, 7, ja, so eine stabile 5 bis 7, ja, so 5 bis 7, so bisschen minimal über dem Durchschnitt, minimal, aber auch nichts super Besonderes, so, ist okay, sie sieht jetzt nicht aus wie eine Mülltonne, aber auch so in meinem Alter, so 25, 26, und denkt auch, wunderschön, was sie ist, so total eingebildet, total toxisch, so total maskulin, unfeminin, raucht auch so, aber wie gesagt, hat nur ihr Beauty, hat nur ihren Körper, aber lass die auch mal ein bisschen älter werden und die wird sich eh irgendwann nochmal melden, weil es war immer so, da habe ich mich mal gemeldet, irgendwann dann melde ich mich nicht mehr, dann sieht die mich irgendwo, dann meldet sie sich wieder, sieht sie mich da irgendwo, dann meldet sie sich wieder, dann sieht sie, immer dasselbe, immer dieses Katz-und-Maus-Spiel, don't play with it. Spiel da nicht mit, ganz ehrlich, spiel bei diesem Katz-und-Maus-Spiel nicht mit, wenn sie dir nicht direkt Interesse zeigt und nicht direkt dich so auch ranlässt und sonst irgendwas mit dir spielt, lass es sein, lass sie fallen. Konzentriere dich lieber auf Frauen, die dir echte Zeichen und Signale geben und nicht so Fake-Signale, so die ganze Zeit mit dir spielen und dir falsche Hoffnungen machen und sonst irgendwas. Das ist auch, was ich gelernt habe zwischen reiferen und jüngeren Frauen. Jüngere Frauen machen dir sehr oft sehr viele Kopfschmerzen und falsche Hoffnungen und was weiß ich und wollen, dass du sie chasest und sonst was. Und reifere Frauen, ältere Frauen, kommen eher dann dir entgegen, sind dann mehr der Simp für dich, die simpen dann nach dir ein bisschen. Und das ist schön. Eine Frau darf ein Simp sein, ein Mann sollte niemals ein Simp sein. Für den Mann ist es super attraktiv, wenn die Frau ihm entgegenkommt. Aber wenn der Mann der Frau die ganze Zeit entgegenkommen muss,
ist das nicht attraktiv für die Frau. Das ist immer dieses Power Game. Das ist einfach so ein Dating und sonst was in der Liebe. Ist es einfach so. Der Mann muss die Power haben. Die Frau muss gefügig sein. Ist einfach so. Wem das jetzt nicht gefällt. Deswegen der Disclaimer. Achtung, nichts für Weicheier. Das war jetzt, denke ich mal, das Video. Ich wusste, es wird wieder ein etwas längeres Video, weil solche Themen muss man einfach länger angehen. Kann man nicht kurz halten und sowas. Deswegen, Leute, schreibt eure Erfahrungsberichte auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Was denkt ihr? Steht ihr eher auf jüngere Frauen? Habt ihr da richtig gute Erfahrungen gemacht? Oder steht ihr eher auf reifere, erfahrenere, ältere Frauen? So, das heißt jetzt nicht, ich habe jetzt einen Fetisch für ältere. Nein, nein, es gibt einfach reifere Frauen, die sind einfach pretty, haben den Head straight, sind cool, sind gefügig, sind feminin. Sind nicht toxisch, geben dir keine Headaches und sind cool. Und dann gibt es jüngere Frauen, die sind das vielleicht dann auch, aber öfters sind die einfach maskulin, ungefügig, denen kannst du nichts sagen, machen dir nur Kopfschmerzen, haben ein hässliches Temperament auf jeden Fall auch, sind super ungeduldig, sind super hochnäsig, super eingebildet. So, wie gesagt, nicht alle, wir reden hier im Generellen, die meisten, gerade heutzutage. In diesem Sinne, peace out, wir sehen uns wie immer in den nächsten Videos. Coaching Calls sind wie immer available. Ja, guckt in die Video- und in die Kanalbeschreibung. Dort ist alles verlinkt, wenn ihr Coachings braucht. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mich einfach jetzt hier verabschieden und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Sayo fucking nada. Lasst euch nicht abfucken. In diesem Sinne, peace, peace.